Dein Hund gehört zur Familie und wie auch allen anderen möchtest du bestimmt auch ihm eine Freude machen. Zu Weihnachten, zum Geburtstag und zu allen anderen tollen Anlässen, an denen wir Menschen uns beschenken. Aber wie und womit können wir ihm denn eine Freude machen? Der Mensch verbringt heutzutage durchschnittlich 8 Stunden täglich im Internet. Und diese 8 Stunden werden mit Sicherheit nicht ausschließlich dafür genutzt, um sich zum Beispiel über Hundeerziehung weiterzubilden. Es wird gescrollt, gepostet, geliked und nicht zuletzt konsumiert. Kein Wunder, wird man ja durchgehend von unschlagbaren Angeboten regelrecht überschwemmt und zu Impulskäufen animiert. So billig wie heute wird das Hundespielzeug sicher nie wieder sein. Oh, und die Leckerli, die die Verdauung fördern sollen, sind heute auch noch -50%. Und der Influencer, dem man folgt, testet es ja schon seit 3 Monaten. Also, schnell zugreifen! Das braucht ein Hund ganz bestimmt. Wenn das auch noch ein Influencer in die Kamera sagt, muss es ja sowieso stimmen. Also los, kaufen, kaufen, kaufen! Aber fragt sich eigentlich auch mal jemand, warum er das letzte Woche von einem anderen Produkt ebenfalls behauptet hat? Glaub nicht alles! Nein, anscheinend fragt sich das niemand. Aber ich mache mir schon lange Gedanken darüber. Darüber, was man wirklich braucht und was Cassie gut tut und was nicht. Und nein, ich will jetzt nichts verkaufen und schon gar nicht vom besten Produkt überzeugen. Dieser Kanal ist zu 100% frei von bezahlter Werbung und gekaufter Meinung. Das gibt mir die Möglichkeit, über alles offen und transparent zu sprechen. Wenn du das gut findest, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und gib uns ein Like, wenn du mehr davon willst. Bei vielen anderen ist das nämlich nicht so und darum solltest du alles, was du im Internet hörst und liest, hinterfragen. Hör dir immer mehrere Meinungen an und hinterfrage dein Tun. Es gibt auch noch ein Leben abseits vom Internet. Dein reales Leben. Ein wunderschönes Leben. Vor allem, wenn man einen Hund an seiner Seite hat, der sich über nichts mehr freut als gemeinsame Zeit mit dir. Und im Gegensatz zu Dingen macht dich diese Zeit nachhaltig glücklich. Nachhaltigkeit. Es ist eines der größten und wichtigsten Themen unserer Zeit. Nachhaltigkeit. Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Was können wir tun, um sie zu beschützen? Dabei geht es nicht nur um unsere Zukunft, sondern natürlich auch aller Generationen, die nach uns kommen. Und damit meine ich auch alle Spezies. Denn Tiere können nicht so einfach ins Metaversum fliehen. Am einfachsten ist es, diese Verantwortung der Politik und den großen Konzernen zu überlassen. Die regeln das schon. Nein. Jeder Mensch, auch du, trägt durch sein eigenes Handeln jeden Tag dazu bei, ob sich unsere Zukunft ins Positive oder negativ entwickelt. Genauso wie nur du dazu beitragen kannst, dass dein Hund sein Leben nachhaltig, glücklich und zufrieden verbringt. Konsum und Nahrung sind hierbei ein präsentes Thema, wenn man Müll und vor allem CO2-Ausstoß bedenkt. Also, was kannst du leicht ändern? Beginnen wir mit folgender Frage. Braucht er das wirklich? Egal, ob es ein neues Halsband, ein orthopädisches Bett für einen erholsamen Schlaf, eine neue Leine, ein Anti-Schlingnapf, ein quietschender Ball, verdauungsfördernde Leckerli für tägliche Abwechslung, ein eigenes Hundehandtuch, ein Adventskalender mit vielen verschiedenen Leckerlis oder ein Halloween-Outfit ist. Nimm dir ein paar Sekunden Zeit und stell dir selbst die Frage, braucht mein Hund das wirklich? Nein. Okay, nächste Frage. Macht es meinen Hund glücklicher, wenn er all diese Dinge hat? Nein. Machen diese Dinge meinen Hund glücklicher, wenn er jeden Tag alleine bleibt und dafür 20 verschiedene Spielzeuge um ihn herum legen? Nein, auch das ist sehr unwahrscheinlich. Wir könnten dieses Fragespiel noch endlos weiterspielen. Fakt ist und bleibt, dass dein Hund diese materiellen Dinge alle nicht braucht, geschweige denn, dass sie ihm gut tun. Denn überleg mal, warum braucht dein Hund verdauungsfördernde Leckerli? Naja, vielleicht weil du ihm alles Mögliche zu fressen gibst und ihm das mehr schadet, als dass es ihm gut tut. Genauso wenig wie du Sachen brauchst und genauso wenig wie du allerlei Ergänzungsmittel bräuchtest, wenn du dich gleich gesund und ausgewogen ernähren würdest. Wusstest du, dass die Hauptfutter für Hunde alle so aufgebaut sind, dass alles, was er für eine ausgewogene Ernährung braucht, bereits enthalten ist? Das Problem ist eher alles andere, was du ihm gibst. Der Kauf dieser Sachen gibt einzig und allein dir einen Kick. Das Glückshormon Dopamin ist innerhalb unseres neuronalen Belohnungsnetzwerkes dafür verantwortlich, Glücksgefühle zu erzeugen. Es wird ausgeschüttet, wenn wir eine Belohnung erwarten. Und genau dies geschieht zum Beispiel beim Shoppen. Wir belohnen uns also quasi selbst und reden uns dabei aber ein, dass es ja für unseren Hund ist und wir ihm damit eine Freude bereiten. Genial! Kein Wunder, dass das Geschäft des Heimtierbedarfs so boomt. Glücksprojektion.
Diese Art zu denken ist extrem egoistisch, denn dein Hund bekommt seine Glücksgefühle durch gemeinsame Zeit und Erlebnisse mit dir. Lassen wir dabei mal kurz die Unnötigkeit des Konsumierens und Geld aus dem Fenster schmeißen außen vor. Es ist ja schon schlimm genug, wenn einem die ganze Zeit Angebote unter die Nase gehalten werden und man nicht stark genug ist, diesen zu widerstehen. Es ist auch schlimm genug, dass wir glauben, dass uns materielle Dinge glücklich oder zufrieden machen. Also ja, die Dinge oder besser gesagt der Akt des Kaufens macht das schon. Allerdings nur für einen kurzen Moment des Dopaminrausches. Und dieser ist schneller vorbei, als das Geld vom Konto abgebucht werden kann. Von nachhaltigem Glück oder Zufriedenheit kann man also nicht sprechen. Das Gefährlichste dabei ist allerdings, wenn wir glauben, dass durch unseren Kaufrausch auch der Hund glücklich wird. Wir projizieren unsere Gefühle und unsere Vorstellungen von einem glücklichen Leben auf den Hund. Dabei vergisst man komplett, dass diese Vorstellung eines glücklichen, zufriedenen Lebens ja auch uns nur vorgespielt wird. Das ist die Macht der Werbung. Kauf dir dieses Kleid. Wer gut aussieht, ist automatisch auch glücklicher. Jetzt nur zum halben Preis. Kauf dir dieses Auto. Deine Nachbarn werden vor Neid platzen. Du weißt genauso gut wie ich, dass das kompletter Schwachsinn ist. Beziehungsweise solltest du merken, dass das nicht stimmt. Wärst du allerdings draußen in der Natur mit deinem Hund, bräuchtest du dir über all das keine Gedanken mehr machen. Vergiss dabei auch nicht, ein Hund, so menschlich er in manchen Situationen noch wirken kann, ist nicht immer wie ein Mensch zu behandeln. Vermenschlichen. Ich habe bereits in unserem Video Vermeide diese Fehler kurz über das Thema Vermenschlichen gesprochen. Dort spreche ich darüber, dass man seinem Hund zum Beispiel an besonderen Tagen wie seinem Geburtstag oder an Weihnachten eine Sonderbehandlung in Form von Ausnahmen gibt, so wie wir Menschen es bekommen. Hunde können das allerdings nicht verstehen, weil es für sie so etwas nicht gibt. Auch wenn es nur lieb gemeint ist, ist das leider ein ganz falscher Ansatz im Zusammenleben mit Hund. Ebenso spiegelt sich die Liebe zu unseren Hunden auch immer mehr bei alltäglichen Konsumentscheidungen wider. Und zwar stärker, als man glauben mag. Hat man bis vor ein paar Jahren nur in seinen menschlichen Beziehungen Konsum genutzt, um sich gegenseitige Wertschätzung zu beweisen, so ist dieses traurige Phänomen schon lange auch bei Hundebesitzern angekommen. Sie wollen ihrem Hund eine Freude machen. Und das geht, laut Werbung, natürlich am besten mit Geschenken. Ein neues flauschiges Bett, ein funkelndes Halsband, ein Ball für draußen, ein Ball für drinnen, Leckerli aller Art und ein Adventskalender zu Weihnachten. Zu Halloween ein süßes Kostüm, ein Beschäftigungsspiel für die tägliche Zeit allein zu Hause, damit es ja nicht zu fad wird und er auf die Idee kommt, wieder die Couch anzuknabbern. Zum Geburtstag einen saftigen Burger und zum eigenen Feierabend ein Hundebierchen. Denn am eigenen Feierabend darf es für den Hund natürlich auch was Leckeres sein. Ihr lacht jetzt vielleicht, aber das gibt's wirklich. Mehr Schaden als Freude. Neben dem ökologisch katastrophalen Abdruck, den man mit einem solchen Verhalten hinterlässt, passiert vor allem eins. Es schadet deinem Hund mehr, als dass es ihm Freude macht. Hör auf, ihn mit Dingen zuzumüllen, vor allem wenn es um Futter geht. Kein Wunder, dass so viele Hunde an Verdauungsproblemen leiden, wenn sie ständig mit irgendwas Neuem gefüttert werden. Verwöhnen sieht anders aus, denn das ist bestimmt nicht gut für deinen Hund. Glück und Zufriedenheit. Was ist Glück? Was ist Zufriedenheit? Hast du dich das schon mal ganz bewusst gefragt? Ist es tatsächlich Konsum, mehr Zeit mit Arbeiten verbringen zu müssen, um sich dieses und jenes leisten zu können? Für mich bedeutet Glück in erster Linie Zeit zu haben. Zeit bewusst genießen zu können. Und zwar gemeinsam mit meinem Hund. Gemeinsam Abenteuer zu erleben. Einen Spaziergang ganz bewusst ohne Handy zu verbringen. Die Zeit sinnvoll zu nutzen und zu 100% bei meinem Hund und im Moment zu sein. Unsere Hunde leben ausschließlich nach diesem Prinzip. Spielen, toben, laufen, kommunizieren, Unfug treiben, lachen, ausruhen, entdecken. Einfach im Hier und Jetzt sein. Dafür braucht es keine Dinge, weder für dich noch für deinen Hund. Ihr habt euch und das ist mehr wert als jedes Angebot, das dir auf diversen Plattformen verkauft werden will. Vergiss das nicht. Das perfekte Geschenk. Also, was ist es nun, das perfekte Geschenk für deinen Hund? Zeit. Die wertvollste Ressource der heutigen Zeit. Und damit tust du nicht nur deinem Hund etwas Gutes, sondern vor allem auch dir. Verzichte auf alle anderen Geschenke und du bekommst einen glücklichen und ausgeglichenen Hund. Das war jetzt vielleicht nicht, was du hören wolltest. Aber nimm dir ein bisschen Zeit, denk über meine Worte nach. Und vielleicht wäre das ja ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Hinterlass uns einen Kommentar und ich freue mich über ein Like, wenn dir unser Video gefallen hat.